Dass Lernen Spaß machen kann, beweist die Experimentalvorlesung im Justus-Liebig-Museum in Gießen. Stefan Becker ist promovierter Chemiker. Als ehrenamtlicher Experimentator führt er hier chemische Experimente vor. Dabei vermittelt er Wissen über den Gießener Chemiker Justus von Liebig. Für die 8. Klasse aus Bensheim bedeutet das, Smartphones sind heute ausdrücklich erlaubt. Das Erleben der Experimente, das Erleben der Chemie, das steht natürlich bei uns bei einer Experimentalvorlesung im Vordergrund. Denn wenn Sie was erleben und begeistert sind, dann behalten Sie den Stoff natürlich wesentlich besser im Gedächtnis, als einfach nur durch ein Museum zu gehen und an Tafeln zu erfahren, was Liebig hier vor Ort gemacht hat. Justus von Liebig, zweimal sitzen geblieben, von der Schule geschmissen, Drogerieausbildung und Studium abgebrochen. Definitiv kein Musterschüler. Für sein Interesse aber, die Chemie, arbeitet er hart. Der Hesse hat Gießen zum Chemiemecker des 19. Jahrhunderts gemacht und er ist ein Vorreiter seiner Zeit. Das nachhaltige Wirtschaften, nur die Ressourcen zu verbrauchen, die wir auch dem Planeten wieder zurückgeben, das war ein großes Anliegen von Liebig. Und ich denke, da ist er, trotz dass er 1803 geboren wurde, jetzt doch ein sehr moderner Wissenschaftler. Nachhaltigkeit ist heute ein wichtiger Punkt für uns. Viele seiner Entdeckungen werden bis heute genutzt. Silberspiegel, Düngemittel, Fleischextrakt, Säuglingsnahrung, Backpulver. Auch sein Chemiehörsaal, der ist fast noch komplett original. Übrigens, von den ersten 60 Nobelpreisträgern waren 40 direkte oder indirekte Schüler von Liebig. Chemie bedeutet aber früher wie heute, Experimente sind Versuche. Einige Versuche funktionieren super, sind planbar. Andere, da kommt es auf die Luftfeuchtigkeit drauf an, auf die Körnung der Mischung, auf das Verhältnis. Also man muss jedes Mal wieder erklären, es ist ein Versuch. Wir demonstrieren etwas, aber es gibt keine hundertprozentige Garantie, dass es funktioniert. So ist eben die Chemie nicht 100% planbar, aber dafür extrem spannend. Das ist zum Beispiel der sogenannte bellende Hund. Also das ist der Versuch, den der Liebig gemacht hat. Und jetzt aufpassen. Experiment geglückt. Die Chemieschau ist nicht nur für Schulklassen. Es gibt öffentliche Vorführungen, Firmen-Events. Sogar Angela Merkel war schon zu Besuch. Der 8. Klasse vom Bensheimer Goethe-Gymnasium jedenfalls gefällt's. Besonders Vincent, der assistieren darf. Chemie hat mir schon immer Spaß gemacht. Mein Vater ist Chemiker gewesen. Es ist halt was Besonderes. Man kann nicht einfach, der Unterricht ist schön und gut, langweilig im Buch gucken. Es macht ab und zu schon Spaß, aber es hat halt, man konnte halt wirklich was machen. Das hat mir halt Spaß gemacht. Da habe ich die Chance auch genutzt. Auch wenn es sehr altmodisch alles noch gehalten ist und zum Teil auch Sachen noch im Originalzustand sind, fand ich das auch was anderes, als die ganze Zeit im Klassenraum zu sitzen und jetzt ein modernes Gerät vor sich zu haben, wo man die ganzen Informationen sieht. Was war für dich so das Überraschendste heute hier? Also das mit Stickstoff, weil das war nicht so ganz kalt, wie man dachte, dass es kalt ist. Das fand ich cool. Ich finde, so macht Unterricht dann natürlich viel mehr Spaß. Also dieser Ausflug ist wirklich total gut. Das Museum lebt übrigens ausschließlich von Spenden. Wer jetzt selbst Lust auf den großen Knall hat? Am Sonntag, dem 15. Mai, zum Internationalen Museumstag, gibt's die nächste Experimentalvorlesung. Also unbedingt vorab anmelden. Die Plätze im Laboratorium sind begrenzt.